10 Tage Verfügung durch Corona hat jetzt schon bereits Auswirkungen. Welche? Das hörst du gleich. Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß. Herzlich willkommen zurück. Wir haben heute, ja, den 27. März. Das heißt, seit 10 Tagen genau gibt es die Verfügung, die regelt, dass bestimmte Betriebe nicht mehr öffnen dürfen. Seit Anfang der Woche gibt es die Regelung, dass man zum Beispiel nur noch mit bestimmten Anzahl von Leuten auf die Straße gehen darf. Ja, was hat das für Auswirkungen, das Ganze? Also, Kontaktverbot und die ganzen Schließungsverbote haben aus unserer Sicht ja schon enorme Auswirkungen. Also dafür, dass das Ganze nur 10 Tage schon läuft, haben wir enorm viel, was bei uns schon aufgelaufen ist. Eins vorweg, man muss echt sagen, die Bundesregierung ist mehr als handlungsfähig und auch extrem schnell. Also ich muss echt sagen, das hat mich wirklich positiv überrascht. Sowohl die Änderung des WEGs, das Notstandsgesetz, wobei den Begriff Notstandsgesetz finde ich schon ein bisschen hart hergegriffen, weil Notstand stelle ich mir was anderes davor. Aber auch sehr, sehr eifrig waren die auch mit der Kündigungsaussetzung. Ja, fangen wir damit vielleicht schon mal direkt an. Also wie gesagt, aus meiner Sicht enorm schnell gehandelt, wie schnell die das durchgekriegt haben, alle Achtung. Andererseits finde ich, ja, bin ich nicht überglücklich. Also vielleicht mal grundsätzlich, man muss unterscheiden natürlich. Wir haben einmal den Wohnraum und die Gewerbemietflächen. Das heißt, das sind zwei komplett verschieden geartete Rechte oder Mietvertragsarten. Und dabei geht es primär um Wohnraum. Nein, es geht ausschließlich um Wohnraum, sorry. Was haben wir jetzt beschlossen? Was ist jetzt aktuell Fakt? Fakt ist, man darf oder es gibt eine Kündigungsbeschränkung zwischen April, Mai und Juni, also die nächsten 3 Monate, die jetzt kommen, darf man Mieter aufgrund von irgendwelchen Notsituationen, die durch Corona entstanden sind, nicht kündigen. Jetzt muss man aus meiner Sicht zumindest sehen, so schnelle Auswirkungen auf Mietverhältnis bei Wohnraummiete kann es aus meiner Sicht fast gar nicht geben. Also äußerst, äußerst unwahrscheinlich. Was ist, wenn ich zum Beispiel von einer Betriebsschließung betroffen bin, auch von Kurzarbeit? Ich habe eine Arbeitslosenversicherung. Ist in Deutschland Pflicht. Ich habe eventuell Kurzarbeitergeld vorher gehabt. Das heißt also, mittellos werde ich nicht dastehen. Ich habe Einbußen, gar keine Frage. Ich habe, ich glaube, 67%, glaube ich, oder so. Also ich habe nicht die vollen Bezüge dabei. Ja, das ist durchaus richtig. Aber das ist aus meiner Sicht immer noch kein Grund, eine Miete nicht zu zahlen. Das ist das eine. Das andere ist dabei, ob man denn, wenn man jetzt wirklich seinen Job verliert und dadurch sofort den nächsten Mal keine Miete zahlen kann. Ja, ich weiß es nicht. Also jeder einigermaßen vernünftige Mensch hat Rücklagen. Also halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dennoch haben wir festgestellt gehabt, obwohl das Gesetz, glaube ich, am Dienstag rausgekommen ist, dass wir bereits schon 2 Anfragen nach Zonmietern haben, die angekündigt haben, dass sie ihre Miete im April deswegen nicht zahlen können. Ja, da muss ich mir vorstellen, ne? Also das heißt bei uns, wir haben bei uns ganz klar jetzt eine Regelung. Zuerst muss derjenige nachweisen, wo der zusammen mit Corona dabei ist. So, das heißt, Jobverlust, wie auch immer, muss zwingend durch eine Schließung des Betriebs zum Beispiel veranlasst werden oder ähnliches dabei. Das heißt also, wir lassen erstmal uns sofort nachweisen, dass es an Corona liegt. Dann darf man nicht vergessen, es wird nur aufgeschoben. Das heißt, wenn jetzt wirklich jemand seine Mieten nicht bezahlt, das ist kein Erlass. Das heißt nur, wir dürfen April, Mai und Juni deswegen nicht kündigen. Aber ihr könnt euch vorstellen, was am 1. Juli bei uns allen rausgeht. Ne? Also das ist, wenn überhaupt, ist eine aufschiebende Wirkung für 3 Monate, die jeden Eigentümer auch,
ja, mehr oder weniger hart auch treffen wird, wenn man es in der Miete nicht zahlt. Finde ich also daher, ja, überhaupt, ja, sehr dünn und ein bisschen vielleicht auch fehl am Platz, weil ich denke, dass man drei Monate jeder eigentlich überbrücken sollte oder könnte und einfach die Verhältnismäßigkeit auch gar nicht ergeben ist dabei. Anders sieht es mit Gewerbe aus. Gewerbe, wenn ich jetzt ein Gewerbe habe, was ich seit 10 Tagen geschlossen habe, und am besten bin ich noch so ein Einzelkämpfer, One-Man-Show oder vielleicht irgendwie mit Ehefrau oder sowas zusammen, ja, da sieht es natürlich ganz anders aus. Wir haben also schon, ich glaube, 5 bereits, die angekündigt haben, dass die halt versuchen, die Miete aufzubringen, aber bereits jetzt schon Schwierigkeiten sehen. Da ist es so, da haben wir auch Maßnahmenplan für entwickelt, wie wir damit bei uns intern umgehen. Also es ist so, dass wir da auch zuerst prüfen, zusammen mit Corona ja oder nein, wobei das bei Gewerbe ja schnell geprüft ist. Wir haben eine Liste von den Betrieben, die nicht geöffnet werden dürfen momentan. Das heißt, wir wissen ganz genau, ist der Geschäftsbereich dadurch bedingt oder sofort betroffen? Wenn ja, ist das schon mal klar. Das Zweite, was wir bei uns verlangen, ist, die Regierung hat Hilfen, Notprogramme, wie nennen die das, Corona-Schutzmantel, Corona-Schutzschirm gestartet. Wir lassen uns erstmal nachweisen, dass der Pächter alle Möglichkeiten, die der Staat da bietet, Kurzarbeit, Schutzschirm, in Anspruch genommen hat. Es ist so, wenn man diesen Schutzschirm einen Antrag stellt, muss man zuerst bei der Bundesagentur für Arbeit einen Antrag stellen auf eine Nummer und mit der Nummer kann man sich dann online registrieren. Das heißt, wir lassen uns bestätigen, dass er so eine Nummer hat. Das ist uns das erste Indiz dafür, dass das wirklich überhaupt schon mal in der Richtung tätig war. Weil was wir vermeiden wollen ist, dass man zuerst auf den Vermieter zugeht und sagt, ich kann die Miete nicht mehr zahlen und möchte darüber sprechen. Das ist der falsche Weg aus unserer Sicht. Aus unserer Sicht muss man erstmal alles, was man ausschöpfen kann, erst ausgeschöpft haben und danach wären wir der Letzte in der Kette, mit dem man spricht. So, wenn wir das haben, und wir haben jetzt gesagt, bei diesen Fällen haben wir auf jeden Fall bei 4 schon das Problem, die haben auch die Anträge gestellt gehabt dazu. Ja, was machst du mit denen? Es ist so, wir hoffen darauf, dass die Verordnungen, also sprich diese Einschränkungen durch Corona, am 17. April wirklich enden und danach langsam wieder das Leben normal wird, wieder alles hochgefahren wird und sich die Geschäfte Wasser halten können. Wir haben bei Zahlungsschwierigkeiten ja erstmal 3 Möglichkeiten. Zum einen, man kann die Miete erlassen. Zum anderen, man kann die Miete kürzen. Also man sagt zum Beispiel, ab heute bitte nur die Hälfte der Miete zahlen. Und das ist das, was wir als erstes empfehlen oder auch machen, Stunden. Stundung heißt, man stellt quasi die Fälligkeit der Miete zum Beispiel für den 1.4. auf den 1.10., auf den 1.12., auf den 1.1. nächsten Jahres. Also das heißt einfach nur, die Fälligkeit nicht außer Hand geben, in voller Höhe stehen lassen, nur lediglich nach hinten rausschieben. Man kann dabei auch zugleich auch schon eine Ratenzahlungsvereinbarung zum Beispiel vereinbaren, man kann also auch direkt sagen, pass auf, ich stelle die Miete zum 1.1. fällig und dann zahlst du bitte den 3 gleichen Raten. Überhaupt kein Problem, kann man frei vereinbaren. Aber wichtig ist, bei einer Stundung habe ich meinen Anspruch nicht außer Hand gegeben. Ich habe ihn nur nach hinten geschoben. So, jetzt muss man natürlich gucken, was ist mein Risiko? Mein Risiko ist, der geht trotzdem drauf, also schafft es nicht zu überleben, geht in Insolvenz rein. Ja, dann ist mein Anspruch weg, klar. Wäre auch so, auch wenn ich auf die Miete verzichte. Ne? Also das ist ganz klar, überhaupt keine Frage. Muss man halt schauen, aber ist für mich immer noch die beste Option. So, und zweiter Tipp, auf jeden Fall immer darauf bestehen, dass die Betriebskosten bezahlt werden, in voller Höhe. Weil, was sind Betriebskosten? Betriebskosten ist nichts anderes, außer eine durchlaufende Position seitens des Eigentümers. Das ist eine Wohn- und Gebäudeversicherung, die Müllabfuhr, die Treppenhausreinigung, Allgemeinstrom. Also das sind alles Positionen, die der Eigentümer selber zahlt und am Ende des Jahres eine Betriebskostenabrechnung jedem Mieter aufstellt und abrechnet. Das heißt also, ich würde Betriebskosten niemals anpacken, weil das ein direkter Verlust ist. Das ist, die Miete ist auch ein Verlust, ist eine Nichteinnahme, aber Betriebskosten ist eine Zwangsausgabe, die ich eh leisten muss. Daher meine Empfehlung, immer vereinbaren, egal welche von den 3 Optionen ihr wählt, immer Betriebskosten werden in voller Höhe fällig. Punkt. So. Dann, was können wir noch feststellen? Gewerbeanfragen gehen enorm stark zurück. Also wir haben gar nichts an Gewerbeanfragen. Das ist unglaublich. Also wir gehen davon aus, auch Gewerbemarkt wird erstmal ja nicht einbrechen. Ich bin kein Freund von schlechten oder von negativen Reden, aber
Wir auf jeden Fall erstmal sehr, sehr weit zurückgefahren. Und das, glaube ich, müsste erst die Verordnungsgrenzen wegfallen. Man müsste das Leben wieder normal funktionieren, das müsste anlaufen und dann wird es vielleicht nach und nach nachziehen. Wir gehen davon aus, dass dieses Nachziehen so 3 bis 6 Monate dauern kann, nachdem das Leben dann normal ist. Ne? Das heißt, das muss alles so ein bisschen in Rollen kommen. Vielleicht wird es ein paar Insolvenzen geben, vielleicht wird es ein paar Unternehmen geben, die es nicht überstehen. So, und das muss dann wieder so ein bisschen Lücke schaffen, muss wieder anziehen und dann, glaube ich, wird es nach oben gehen. Aber momentan ist Gewerbe echt schwierig, schwierig, schwierig zu vermarkten. Ja, Vermarktung allgemein. Auch bei Wohnraum ist es momentan schwer, aber deswegen, also weil Besichtigungen halt schwierig sind. Besichtigungen, wir haben auch teilweise noch Mieter, die halt noch im Objekt wohnen und schon gekündigt haben, die zum Beispiel Leute nicht reinlassen möchten. Wobei ich da muss ich sagen, also wenn wir jetzt nicht raushören, dass man irgendwie Corona-Fall hat in der Familie, krankes Kind oder nicht Arbeit zu Hause hat, sagen wir, gibt keinen Anspruch darauf. Wir drohen sogar teilweise auch mit Schadenersatz, wenn die uns nicht reinlassen. Es gibt immer Lösungen. Man kann die Leute einzeln reinschicken. Man kann auch, wir hatten auch schon Besichtigungen durchgeführt gehabt, wo man die Leute einzeln durch eine leere Wohnung schickt und sagt, pass auf, geh einfach durch und guck sie danach an und dann sprechen wir später am Telefon oder sowas. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo man die 2 Meter Abstand einhält und das ist aus meiner Sicht kein K.O.-Kriterium, eine Besichtigung nicht durchführen zu lassen. Im Gegenteil, wir sehen das Problem dadurch, dass längerer Leerstand entstehen könnte beim Vermieter und das wäre natürlich nicht so gut oder halt eher sehr schlecht und daher wird also wir bestehen mal darauf, wir möchten Besichtigung durchführen, wird außer es gibt wirklich irgendwelche harten Fakten oder es ist wirklich eine gefährliche Altersgruppe, ich sag mal 60, 70, 80 plus oder sowas, also wirklich oder Lungenvorerkrankungen, also Lungenkrankheiten schon gehabt, dann klar, ne, Gesundheit geht vor, aber auch da, ähnlich wie bei den Mietenkürzungen, nicht als Vorwand. Ne? Da muss das schon wirklich ja, greifbar sein und auch wirklich nachvollziehbar sein. Dann, wir sind die letzten Jahre darauf bestehen, aber wenn wir es nicht sehen, wenn wir es nur als, ja, als Ausrede oder als Ausflucht sehen, dann, wie gesagt, akzeptieren wir nicht. Ja, was haben wir noch? Momentan, wir haben 2 Beurkundungen gehabt in der Zwischenzeit. Ja, spannend ist, also aktuell, zumindest die Notare mit denen zusammenarbeiten, wo wir jetzt waren, die beurkunden aktuell nur noch mit vollmachtslosen Beurkundungen ohne Anwesenheit von Käufer und Verkäufer. Ne? Das heißt, dann sitzt ja eine Mitarbeiterin da und die macht das als vollmachtlose Vertreterin und beurkundet den Vertrag darüber. Das ist so momentan witzig bei den Verkäufen. Ist aber auch eine gute Option, somit läuft der Markt weiter. Ja, was haben wir noch festgestellt gehabt? Wie gerade wohlgemerkt, wir reden über 10 Tage, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, Objekte haben auf jeden Fall deutlich längere Anfragezeiten und die Nachfragen gehen deutlich runter. Also man hat ja Erfahrungswerte, man weiß genau, wenn ich das Objekt inseriere, ich sage jetzt mal, man kennt die Lage, man kennt den Markt, man kennt den Preisspiegel, man kennt den Zustand der Liegenschaft, dann weiß man, okay, ich habe in den ersten 3 Tagen habe ich 500 Anfragen oder sowas oder 150. Nimm eine Zahl, wie auch du willst. 10% davon ist momentan realistisch, vielleicht sogar ein bisschen drunter. Ich sage mal, 8 bis 10% der Anfragen kommen aktuell rein, davon, was du üblicherweise kriegst. Weil es ist halt klar, wer aktuell sucht, der muss schon viel Interesse haben oder Druck muss groß da sein, weil momentan ist halt so, dass man halt gerne den Außenkontakt halt zu Leuten vermeidet. Das heißt also, aktuell suchen wirklich nur Leute, die auch wirklich suchen müssen oder suchen wollen. Ne? Also da ist keiner dabei, der einfach nur Tourismus betreibt. Diese Leute treffen momentan bei Besichtigungen gar nicht. So, was haben wir noch erlebt? Ja, wir sind sehr gespannt darauf, Immobilienpreise, wie sie sich entwickeln werden. Einfach mehrere Gründe dabei. Zum einen, momentan ist ja Aktienmarkt ist in Deutschland, in Amerika eingebrochen. Ne? Freitag, den 13., war, glaube ich, sogar der Handel kurzzeitig ausgesetzt worden in Amerika, weil er da, glaube ich, zweimal hintereinander über 10% gefallen war. DAX ebenfalls hinterher im freien Fall, aktuell wieder gefangen. Ich weiß, ob schon eine Bodenbildung da ist oder nicht. Aber was macht man beim günstigen Aktienmarkt? Das heißt ja, dass solide Konzerne auf einmal günstiger sind, ne, zum Kauf. Das heißt also, ich gehe davon aus und ich habe auch selber nochmal diverse Aktien nachgekauft, dass das auch viele andere tun. Das heißt also, EK wird momentan vielleicht verlagert in Aktien. Wobei da muss man nicht gucken.
Bodenbildung, ist sie da oder ist sie nicht da, weiß man nicht. Ich meine, dass man momentan eine kleine Bodenbildung sehen kann und einige Aktien gehen auch schon teilweise wieder 3, 4, 5% hoch. DAX war jetzt auch einen Tag im Plus. Weiß man nicht. Ne? Wenn man das wüsste, dann glaube ich, würde man damit enorm viel Geld verdienen können. Aber günstige Aktien haben immer den Reiz und immer die ja, Intention, dass man was nachkauft. Deswegen gehen wir davon aus, dass halt also einiges an EK momentan in Aktien und Derivate reinfließt, anstatt in Immobilien. Dann ist natürlich ganz klar Unsicherheit. Ne? Unsicherheit ist halt immer schwierig oder schlecht für Investitionsgüter. Ne? Das ist mal schwierig dabei. Also momentan sehen wir nur die Leute, die uns immer noch nach Vorschlag anfragen, sind halt die üblich verdächtigen Kapitalanleger. Ne? Das sind Leute, die haben schon ihre 30, 40 Objekte schon bei uns im Bestand, die die halt weiter ausbauen. Und klar, die wollen nachkaufen, die müssen teilweise nachkaufen. Teilweise sind auch Fonds dabei, die halt gewisse Auflagen haben, weil nicht genug. Weil die eine gewisse Summe an Bargeld haben dürfen. Die müssen also mal reinvestieren. Klar, die kaufen immer, ne? Das ist klar. Aber was wir auch sehen ist, da gehen wir ganz stark von aus, der Preis oder die Preise werden wahrscheinlich, das, was man schon lange nicht mehr im Immobilienmarkt kennt, nicht mehr steigen und wenn nicht sogar noch vielleicht Richtung negativ gehen. Das ist so, dass wir einfach ausgehen, weil einfach die Rahmenbedingungen sich in die Richtung entwickeln. Wir gehen davon aus, also momentan, ja, wie soll man sagen, die Party ist momentan vorbei oder zumindest ist die Party erstmal auf Eis gelegt. Ne? Also diese Rallye, die wir jetzt hatten, jedes Jahr neue Highlights und immer neue Rekorde, das wird es dieses Jahr, glaube ich, nicht geben. Wird eventuell bis sogar ein bisschen rückläufig sein dabei. Auf jeden Fall. Dann noch eine spannende Seite, Sachen Finanzierungen. Also, ich kann immer nur empfehlen, wer jetzt ohne Rücklagen unterwegs ist, ist, glaube ich, also nein, grundsätzlich ist jeder ohne Rücklagen ganz, ganz, ganz gefährlich unterwegs. Das ist wirklich ja, extremst mutig bis, ja, wie soll ich sagen? Es ist so, aus meiner Sicht kann das Einzige, was einem vernünftig aufgestellten Investor überhaupt schaden kann, ist, wenn er halt in eine Notsituation reinkommt und da nicht Rücklagen hat. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich sehe, was wirklich einem das Genick brechen kann. Es gibt technisch nichts, was man nicht beseitigen kann. Mietrechtlich gibt es nichts, was man beseitigen kann. Nur man muss durchhalten können. Und durchhalten heißt, man muss notfalls eine Durchstrecke überleben können, sprich finanziell liquide sein. Und deswegen bin ich immer der Meinung, EK ist das, was letztendlich am Ende des Tages dir notfalls dann hinterrettet. Wer jetzt ohne EK unterwegs ist, der ist auf jeden Fall sehr waghalsig unterwegs und kann auch, glaube ich, ganz schnell zum Problemfall werden. Wir hatten auch einen Fall gehabt. Wir haben auch übrigens auch bei den Eigentümergemeinschaften schon Eigentümer, die auch ankündigen, dass sie Hausgeld eventuell nicht zahlen können. So, da haben wir auch einen Fall gehabt, haben wir auch begleitet, weil es über Partnerbank lief. Der hat sich das Thema Tilgungsaussetzung hat er sich mit beschäftigt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin der Meinung, sehr, sehr dünnes Eis und ich bin der Meinung, sowas sollte man auch gar nicht erst in Betracht ziehen. Ja, also aus meiner Sicht echt keine gute Idee, weil was passiert erstmal? Zum einen, was zeige ich damit der Bank? Ich zeige der Bank damit, ich bin finanziell angeschlagen. Ne? Weil normalerweise, wenn ich auch das Ausfallrisiko habe und ich habe genug EK, was mich als Puffer abfängt, habe ich ja keine Bedenken dabei, dass jemand eventuell seine Miete später zahlt oder nicht zahlt. Das heißt, ich bediene meine Bank weiterhin. Sobald ich eine Bank anrufe und sage, pass auf, ich möchte eine Tilgung aussetzen, sage ich ihm, ich habe das eben nicht. Ich bin dünn finanziert, ich lege von Hand in den Mund, ich habe keine Reserven. Egal, was damit die Bank interpretiert, es ist alles aus meiner Sicht extrem negativ. So. Das Zweite ist, was passiert denn, wenn ich jetzt die Tilgung wirklich aussetze? Also mal angenommen, die Bank lässt sich darauf ein. Will sie wahrscheinlich auch tun. Ne? Meine Laufzeit verlängert sich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt 6 Monate lang nicht tilgen, dann wird natürlich die Zeit wieder hinten dran gehängt, beziehungsweise durch die Aussetzung der Tilgung komme ich halt eventuell noch später raus. Jetzt mal das angenommen, 6 Monate längere Laufzeit. Das meldet die Bank wieder der Schufa. Das heißt, die Schufa korrigiert meine, da stehen ja alle meine Verbindlichkeiten und meine Zinsen drin, beziehungsweise meine ganze Finanzierung drin. Da steht jetzt also drin, dass jetzt dieser Kredit 6 Monate länger läuft.
jetzt weiß es jede Bank oder es weiß die Schufa und damit ist auch das bei jedem Folgegeschäft ein Thema. Ne? Man muss aber dann denken, was ist, wenn ich jetzt ein ESO wegkaufe? Was ist, wenn ich Nachlandziehen will? Was ist, wenn ich Vorwartdarlehen haben möchte? Wobei Vorwart, okay, Vorwartdarlehen werden in der Regel keine Schufa mehr angefragt. Das wird einfach so durchgewunken. Aber wie gesagt, neues Geschäft. Was mache ich mit Folgegeschäften? Jetzt weiß meine Hausbank sowieso, dass ich dünn dastehe. Und jede andere Bank weiß, oh, da hat einmal oder von mir aus bei 10 Krediten wurde die Laufzeit verlängert. Das heißt, der konnte seine Tilgung nicht eine Zeit lang nicht bedienen oder hat die ausgesetzt. Das weiß jetzt jede Bank. Ne? Jede Bank, die eine Schufa zieht, weiß das. Ja, aus meiner Sicht, man stellt sich damit sowas von schlecht dar. Also es wird auf jeden Fall, man wird damit nicht zum Liebling seines Bankberaters, sagen wir es mal so, um das mal neutral und nett zu sagen. Würde ich also wirklich, kann ich keinem meiner Kunden empfehlen. Ich würde das wahrscheinlich auch nie im Leben in Betracht ziehen. Außer wirklich, ich weiß nicht, wie ich die Rate bezahlen kann, dann wäre es wirklich der allerletzte Weg, wo ich hingehen würde und sagen würde, okay, Bank, lass uns mal vielleicht die Tilgung für 6 Monate oder für 3, wie auch immer, aussetzen. Das wäre wirklich dann, aber dann wirklich, wenn ich nur noch den letzten Euro in der Tasche habe und ich nicht weiß, wie ich meine Kinder ernähren soll und wie ich selber essen soll. Dann wäre es die Möglichkeit, wo ich das in Betracht ziehen würde. Ich glaube, das sagt ziemlich genau meine Meinung. Was sehen wir noch? Ja, Büroflächenmiete. Das wird das Thema, glaube ich, der Zukunft sein. Man hat ja jedes Jahr oder man hat ja so alle 2, 3 Jahre immer so bestimmte Gewerbezweige, die halt aussterben. Ne? Das war mal zum Beispiel eine lange Zeit lang waren es die Solarien, also die Sonnenbänke. Aktuell ist es bei uns in der Region, gehen wir davon aus, dass die Getränkemärkte aussterben werden. Es gibt mittlerweile 3, 4 und einen sogar richtig prominenten Anbieter, diese Flaschenpost, die halt Getränke liefern nach Hause, selbst samstags innerhalb von 2 Stunden, irgendwie von morgens, ich glaube von 9:10 Uhr bis abends um 9:10 Uhr. Ja, wie soll ich sagen? Ich bin bei so vielen Leuten schon gewesen. Ich war letztens bei einer Bewertung von einer Dachgeschosswohnung und da sagte einer, sagte ja, ist ja egal, wo ich jetzt wohne, ne? Weil wir halt ohne Aufzug und Dachgeschoss ist halt dann immer nicht so ganz so gefragt. Er sagt, es gibt doch Flaschenpost, ne? Wenn ich zum Geschäft fahre, die machen um 6 Uhr zu. Ja, wenn ich Besuch kriege, kann ich um 8 Uhr noch Flaschenpost bestellen und ich kann noch einen Kasten Bier mir ordern lassen. Ne? Einzig was ist nicht gekühlt, aber ich krieg's dafür direkt vor die Tür gebracht. Ne? Also deswegen glauben wir, dass also die nächsten ja, Getränkemärkte werden die nächsten seine Schwierigkeiten kriegen. Jetzt vermuten wir so ganz dünn, dass der Büromarkt auch wackeln könnte. Durch Corona ist es ja so und durch Kontaktverbot, dass die Leute, ich sag mal, bestimmt 70, 80% der Firmen oder Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Das ging auf einmal schlagartig. Jetzt muss ja jeder zu Hause arbeiten irgendwie. Der kann, macht es auch. Das heißt, jetzt auf einmal sieht man, ich komme ja auch mit weniger Bürofläche aus, wenn ich meine Belegschaft oder einen Teil der Belegschaft nicht in meinem Büro sitzen habe, sondern bei sich zu Hause. Vielleicht kommt das Thema Effektivität dazu, was bei uns total bei den Leuten Begeisterung halt, es ist so, dass man hat ja keine Arbeitswegezeiten mehr. Das heißt im Prinzip, ich kann mich morgens irgendwie anziehen, von mir aus duschen, waschen, frühstücken und kann notfalls auch noch in meinen Schlafanzug, Pyjama oder was auch immer schon arbeiten. Ne? Also ich muss mich nicht frisch machen, ich muss mich bei Frauen eventuell noch schminken, nicht die übliche Ware ziehe ich an und so weiter, dann ins Büro fahren, eine halbe Stunde, Stunde Fahrzeit, fällt alles weg. Ne? Das ist also das, was bei uns bei der Belegschaft halt momentan enorm positiv aufgenommen wird, ist, dass also die ganzen ja, Staufahrten halt wegfallen und man halt sehr, sehr schnell einsatzbereit ist. Und ich glaube, dass dadurch halt auch viele Firmen jetzt auf die Idee kommen und sagen, okay, wir schicken einen Teil der Belegschaft demnächst immer im Homeoffice arbeiten. Oder es gibt auch die Modelle auch schon teilweise bei Firmen, dass man sagt, man switcht, ne? Dass man 2, 3 Tage Pflichttag im Büro hat und den Rest halt nicht. Und dann macht man das drei um. Sowas gibt es dabei. Es gibt auch schon Firmen, die haben nur noch Poolarbeitsplätze. Das heißt also, ich habe gar keinen festen Raum und gar keinen festen Schreibtisch mehr, sondern ich muss mir einfach irgendwie an einen freien Platz setzen und so weiter. Und ich glaube, dass jetzt viele Firmen sehen, dass sie auf einmal merken, dass man im Homeoffice auch durchaus arbeiten kann. Und auch Konferenzen auch per Zoom oder was auch immer, GoToWebinar oder Hangouts
auf einmal schnell effektiv gehen und dass es auch funktioniert. Deswegen können wir uns vorstellen, dass also das Büroflächen eventuell die Nachfrage darunter gehen wird. Nicht jetzt sofort, aber das ist vielleicht eine Sache, die man heute auf einmal sieht, was auf einmal möglich ist. So, auf anderen Seite, wie ich immer sage, gewohnt wird immer. Ne? Und das immer noch. Auch zu Zeiten zu Corona wird immer noch gewohnt. Und es wird auch in 100 Jahren gewohnt werden. Wohnraum sehe ich überhaupt keine negativen Tendenzen. Im Gegenteil, man könnte es vielleicht noch ein bisschen spekulieren. Man könnte jetzt spekulieren, wenn jetzt mehr Leute im Homeoffice gehen, dann möchten vielleicht mehr Leute auch größer wohnen oder vielleicht einen extra Raum haben, den man auch von Lehrern kennt oder von Rechtsanwälten, die halt das Arbeitszimmer klassisch haben, dass vielleicht jetzt noch mehr Leute vielleicht noch eine Wohnung mit einem Zimmer extra oder ein bisschen größer haben wollen, wo die halt ihre Ecke mit ihrem Notebook und mit ihren ja, Arbeitssachen hin tun können. Wäre es jetzt so vielleicht die Tendenz, wenn man also den Gedanken von davor aufschnappt, wäre das die Konsequenz daraus. Also nach wie vor sind wir stark der festen Überzeugung und meine felsenfeste Überzeugung ist, der Wohnmarkt wird immer noch weiter wachsen und er wird immer noch sehr, sehr lukrativ sein, weil gewohnt wird immer. Bei Banken habe ich noch eine Sache zu festgestellt. Wir hatten jetzt einen Fall begleitet gehabt, ein Verkauf von der Eigentumswohnung, Innenstadtlage. Es war eigentlich alles schon durch. Wir haben eine Finanzierungszusage gehabt, Verkaufsvertragsentwurf war alles da, alles super, alles gut. Finanzierung war, glaube ich, zu 90% vom Verkaufspreis. Die Bank hat gesagt, nee, die machen jetzt nur noch 80%. Das heißt, die haben also im Nachhinein Vertrag noch nicht unterschrieben. Die haben ihre Zusage, die war mit Freizeichnung. Das heißt, die war ja unter Vorbehalt der Prüfung und so weiter. Rechtlich also von daher sichergestellt. Die haben also nachher noch sie ihre Meinung geändert und haben ihre Zusage von 90 auf 80% der Finanzierung geändert. Das kann die Bank. Wenn also keine Verträge gebrochen werden oder ähnliches, natürlich das vorausgesetzt. Das ist, glaube ich, was wir auch mehr vermuten. Die Banken werden in unsicheren Zeiten mehr Sicherheiten verlangen. Mehr EK, vielleicht mehr leere Grundbücher. Also es ist immer so, in schwierigen Zeiten braucht man Sicherheiten. So, gar keine Frage. Wir konnten jetzt in dem speziellen Fall konnten wir helfen, wir konnten unterstützen, das hat alles funktioniert. Wir hatten nur Vollmacht los, aber das hatte ich gerade schon erzählt gehabt. Aber auch da nochmal, überleg doch nochmal in dem Fall, wie eine Bank denn denkt, wenn du jetzt schon vorher angerufen hast und sagst, ich möchte Tilgungsaussetzung haben. Ja, die Bank wird sofort abspringen, wenn ich es kann. Also da nochmal ganz klar, es gibt, glaube ich, auch zwei, drei, die das recht groß machen mit Tilgungsaussetzung für 6 Monate. Überlegt euch, es ist euer Invest. Ich kann dazu wirklich nur extrem von abraten. Ja, ansonsten, was ist noch immer dazu sagen? Ja, Immobilienverkäufe im Gewerbemarkt. Ja, wir haben viele, die anfragen, ob wir Kunden haben. Ja, ich glaube, dass Gewerbe momentan noch schwerer laufen wird als bisher auch. Insbesondere die aktuell betroffenen Gewerbe. Und Wohnen bleibt immer attraktiv. Das ist so erstmal das Fazit, so die ersten Punkte mir dazu einfallen, zu den ersten 10 Tagen, die das öffentliche Leben halt durch Corona gelitten hat. Ja, wenn das spannend war, die nächste Folge ist die Folge bestimmt. Mal gucken, wie die nächsten 10 Tage werden. Mal gucken, wie es bis zum Ende dieser erstmaligen Verhängung von ganz regulatorischen Sachen bis Mitte April sein wird. Mal gucken, was bis dahin noch passiert. Das sind immer ganze 14 bis 15 Tage noch bis dahin. Auf jeden Fall, wenn es dir gefallen hat, ja, hör die nächste Folge an. Lass mir gerne Bewertung da. 5 Sterne ist das, was ja, drunter ist das, finde ich, einfach nichts. Wenn du Fragen hast, wenn was unklar ist, in die Kommentare rein. Ansonsten gerne liken, teilen und bis zur nächsten Folge.